ich bin gerade hier abgeladen worden von Autobus. Vom Autobus, der habe ich hier bei der AFA Assoziation. Muss ich gerade gucken. Ich weiß nicht, wie das ganz genau heißt. Also ich wurde hier bei der AFA hingestellt, ausgeladen. Und ja, los geht's. Also der Flug war in Ordnung, die Reise war gut. Ja, ein bisschen lang war es schon. Ich habe natürlich auch noch was gegessen am Flughafen, gefrühstückt, ein bisschen was, ne, einen Kaffee getrunken. Daher ist mein Kontostand auch ein bisschen geringer als ich in Wyoming losgegangen bin. Mir wurde gesagt, ich müsse den Weg selbst finden. Es wird also niemand abgeholt. Also den Weg selbst finden bis dahin. Das heißt, ja, wir könnten im Prinzip diesen Spaziergang gebrauchen, um ein bisschen zu reflektieren. Ja, was erwartet mich? Ich bin in einem Land, wo ich die Sprache auch nicht kann. Auch bin ich noch wirklich sehr amerikanisch gekleidet. Das heißt, das müsste ich mich warnen. Wenn immer möglich, möchte ich mich da ein bisschen anpassen. Das heißt, den Kleidungsstil verändern. Komisch, dass hier so ein kleiner Tiger hier so steht, ohne Beaufsichtigung. Ich sehe nämlich niemand hier. Wir haben aber wohl auch Vertrauen an die Menschheit hier. Ich bin gespannt. Also, das soll irgendwie da vorne sein, dieses Schulungsgelände. Ich muss mich ein bisschen sputen. Gegen 8 Uhr fängt schon mal die erste Begegnung statt. Das heißt, wir werden dann quasi... Die Orientierungsrunde wird dann stattfinden. Das heißt, wir werden in die Operation eingewiesen. Uns wird erstmal gezeigt, was unsere Aufgaben ist. Uns wird im Prinzip alles gegeben, was wir brauchen, um hier operativ zu werken. Es ist ein gedrängtes Programm. Also wir müssen tagsüber oder morgens, Vormittag, müssen wir auf jeden Fall uns hier um die Arbeit hier kümmern. Na, also es ist nicht so, dass wir da nur da sind, um zu studieren und zu lernen, sondern es ist hier, wir sind günstige Arbeitskräfte. Wir müssen vormittags oder solange es eben dann dauert, erstmal mithelfen auf dem Hof. Dann nachmittags haben wir mal 2-3 Stunden Zeit, wo wir uns zurückziehen können und dann ein bisschen das Studienmaterial zu begutachten. Dann gibt es einmal pro Woche gibt es einen Intensivtag, wo wirklich wir nur im Schulungszentrum sind, das heißt nur in der Aula. Also da werden dann die Vorlesungen stattfinden, der theoretische Teil eben. Und alles andere liegt an uns, wann wir uns die Zeit nehmen und wann wir Zeit finden, wie wir uns Zeit machen. Das soll an uns liegen, aber... Ich möchte jetzt da nicht zu viel spekulieren. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal hin und schauen mal, was uns erwartet, also was mich erwartet. Ne? Es ist schon, wenn man so rumguckt hier, schon eine komplette andere Landschaft, als das bei mir zu Hause ist, ne? Wo es bergig ist. Hier ist es weitläufig. Hier auf der linken Seite dieses Gerstenfeld scheint auch reif oder bald reif zu sein zur Ernte. Ich bin ja mal gespannt, ob das auch zu unserer Operation gehört, weil hier rechts ist alles brach, leer. Dann weiß ich nicht. Ich jogge mal ein bisschen. Frühmorgensport tut auch gut. Ich glaube, das kann nicht mehr weit sein. Ja, das kann nicht mehr weit sein. Auch krass, diese Straße unendlich lange geradeaus. Okay, da sehe ich irgendwas in Betrieb. Da ist etwas am Tun hier. Ob das wohl hier ist? Kein Schild hier, nichts. Ich gehe doch einfach mal fragen. Hallo, Signora.
Okay, ich müsste also bis zum anderen Ende des Geländes gehen. Da ist dann das, das Büro. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mal dahin und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns gleich. So, ich glaube da vorne, da sehe ich zwei kleine Gebäude. Da gehen wir mal dahin, gucken, ob das das Büro ist. Also mir wurde gesagt, vor dem Silo hätte es so zwei Bürogebäude. Bürogebäude? Wohnwagen? Okay. Büro und hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier rein, melde mich mal an oder melde mich und frage, wie es weitergeht und dann bin ich gleich wieder zurück, ja? Ja, das ging ja schnell. Also das waren jetzt, glaube ich, 5 Minuten oder sowas, sei ich jetzt hier drin. Also folgendes. Hier drüben, gleich nebenan, ist das Wohngebäude, zumindest eines der Wohngebäude. Da sind also 3 Schlafräume drin. Das heißt, hier bin ich untergebracht in einem dieser Schlafräume. Ein weiterer Wohnwagen würde dann im Verlauf des nächsten Monats noch kommen, weil ja, sind 3 Personen, die kommen morgen an. Das heißt, morgen sollte ein weiterer Wohnwagen da stehen. Und 3 Personen, also darunter ich, die fangen heute an. Und das heißt, wir haben viel, viel Arbeit vor uns heute. Wir haben uns um 7.30 Uhr verabredet, dass wir im Prinzip den Rundgang gleich schon eine halbe Stunde vorziehen. Weil wir sind schon alle da. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rein, richte mich ein bisschen ein und ziehe mich um. Und dann sehen wir uns ja irgendwie so, dass wir rechtzeitig zum ersten Silo auf der linken oder auf der rechten Seite, also das, wenn wir nach vorne gehen, das erste Silo auf der rechten Seite, da treffen wir uns gegen 7.30 Uhr. Dann machen wir einen Rundgang. Ja, dann erzähle ich euch doch dann auch ein bisschen weiter, um was es hier geht, was meine Aufgabe ist und so weiter etc. Bis denn. So, umgezogen, frisch gemacht vom Flug. Es kann losgehen, also es ist jetzt gerade 7 Uhr 18, kurz vor 17, 7 Uhr 8, 20. Das heißt, also 10 Minuten treffen wir uns da vorne beim Silo. Das heißt, ich gehe mal los, schau mal ein bisschen rum. Vorsicht, hier kommt Traffic Inside. Da ist einiges los hier, ne? Das heißt, also hier sehe ich auf jeden Fall mal ein paar braune Kühe. Da ist auch ein bisschen dunklere Färbungen dabei, aber ich glaube, das ist dieselbe Rasse. Das werden wir jetzt dann gleich mitbekommen. Da ist auch schon wieder etwas am Tun hier. Da geht einiges ab. Bin ja mal gespannt, ob das irgendwas für mich ist nach diesem ruhigen Schafhirtleben, wo wirklich nicht viel los war, wo man einfach tagelang, stundenlang auf der Wiese gesessen hat und im Prinzip nur seinen Gedanken nachgegangen ist. Auch da ist einiges am Tun. Da ist auch einer gerade am... Schauen wir mal, was der, glaube ich, was der macht. Der fährt da in den Kuhstall rein. Okay. Das ist dieses, glaube ich, dieses Silo. Das ist das erste Silo auf der rechten Seite. Hier, das muss das sein. Dann warten wir mal kurz, bis 7.20 Uhr ist. 7.30 Uhr ist. Dann fängt das an. Und dann machen wir wahrscheinlich hier eine Tour rund um das ganze Gelände. So, 7.30 Uhr, es geht los. Also, wir haben jetzt gerade alle den Zugang zu einer Applikation bekommen. Und zwar hat jeder einen eigenen Zugang zu dem ganzen System hier. Jeder hat ein Guthaben oder ja, ein Guthaben von 500.000 Euro, deren er haushalten muss. Die Regel ist, wir müssen ja hier lernen, einen eigenen Betrieb zu führen. Das heißt, wir müssen gewinnbleibend bleiben. Jeder von uns erhält 5% des täglichen oder monatlichen Gewinns für seine Arbeit hier. Das heißt, wir müssen aber auch gucken, dass wir insgesamt gemeinsam nicht zu viel Geld ausgeben für neue Maschinen und Sachen, weil das geht ja unserem Gewinn ab oder dem gesamten Gewinn ab. Das heißt, wir würden uns hier quasi ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir hier so viele Traktoren und so weiter kaufen würden, LKWs,
denn das würde ja unserem Gehalt eigentlich schaden. Das heißt also, deswegen müssen wir hier ein bisschen uns absprechen und Lösungen finden, die eben nachhaltig sind und auch nicht sehr viel kosten halt. Ja, das ist ja in unserem eigenen Interesse. Das heißt, wir gehen mal kurz durch diese Applikation durch, gemeinsam, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, um was es hier geht. Also das hier ist also das Hofgelände. Das hier ist ein Feld, wo Gras draufsteht. Das heißt, es ist auch schon reif zum Ernten. Und das Feld hier, das ist das, aber was auch zu der Assoziation gehört, also zu der Assoziation Suncor. Suncor ist zu vergleichen mit Müllermilch oder Zott, einfach eine große Fabrik von oder Produktion an Milchprodukten. In Argentinien, da gehen wir natürlich dann auf die einzelnen Produkte, gehen wir vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen näher drauf ein. Auf jeden Fall, das ist das, was dazu gehört. Dieses Feld ist ab Dezember, ja, es klingt so, aber wir sind auf der Südhemisphäre. Ab Dezember ist das erntereif. Das heißt, morgen im Prinzip können wir anfangen, das Feld zu ernten. Das Feld ist auch erntereif, das heißt, wir müssen hier dann auch hingehen und das Gras reinholen, damit ja, die Produktion nicht stocken bleibt. Dann schauen wir uns mal weiter um, und zwar sehen wir hier den Aussaat und den Saatkalender, den Zyklus. Das ist natürlich alles um 6 Monate verschoben, weil wir hier auf der Südhemisphäre sind. So, deswegen können wir sehen, dass Gerste und Weizen ab morgen im Prinzip ab Dezember erntbar sind. So, des Weiteren haben wir hier einen Zugang zu unserem Bestand. Das heißt, wir haben im Moment 1,3 Millionen Liter Milch. Wir haben Stroh, 1,5 Millionen Liter Stroh, sowohl in den Ställen wie auch in den Produktionen. Die gehen wir gleich mal rein. Wir haben eine extrem große Menge an Mist und Gülle. Des Weiteren, ja, das ist das, auf jeden Fall das, was wir im Prinzip jetzt haben. So, was auf dem Gelände so steht, ja. So, des Weiteren haben wir natürlich gesehen, die Kühe, also wir haben insgesamt sind 6 Kuhställe verbaut, und jeder von den 6 Azubis oder Auszubildenden hat die Verantwortung eines Stalls. Es wird aber darauf hingewiesen, dass wir nicht immer nur auf unseren Stall schauen sollen, sondern dass wir gemeinsam die Stelle bearbeiten sollen. Und zwar ist es so, dass wir immer einen Strang haben von 1, 2 und 3 und dann 4, 5 und 6. Das sind die drei, jeweils die 3 Ställe, die in einer Reihe stehen, wo auch im Prinzip es einfach ist, mit dem LKW durchzufahren oder mit dem Traktor und die zu füttern, weil das eben genau in einer Reihe steht. Ja, so, das ist auf jeden Fall, mir wurde Stall 6 zugewiesen, und das heißt also, ich würde mit in der im Strang arbeiten vom Stall 4, 5 und 6. Mhm. Wir sehen, es sind 250 Kühe drin. Wir haben auch gesehen, da wir können auch gleich sehen, dass es also im Dezember hier Nachwuchs gibt, und zwar in jedem einzelnen Kuhstall gibt es dann Nachwuchs. Das heißt, im Moment sind insgesamt 1500 Kühe da, ab morgen sind es 3000. Das heißt, viel, viel, viel Arbeit. Hoffentlich kriegen wir das hin neben dem Studium. Das werden wir ja dann sehen. So, dann schauen wir uns die Produktionen an. Der Hof hat eine kleine eigene Produktion für Butter und Käse. Die schauen wir uns dann morgen oder so an. Heute gibt es dazu keine Zeit. Dann gibt es die Fabriken der Mischration. Das ist im Prinzip da, wo das Endprodukt für die Kühe rauskommt. Das heißt, das Futter. Und die können wir direkt aus der Applikation einschalten. Das machen wir hier auch. Also wir schalten jetzt die Produktion der Mischration wieder ein. Hier haben wir auch Vollbestand noch an mehr oder weniger an Heu und Silage. Das sind dann diese Fermenter. Die haben wir auch gesehen. Das sind, glaube ich, 9 Stück oder 12 Stück, die da stehen. Da schalten wir jetzt auch überall die ganze Produktion wieder ein, weil es jetzt losgeht, im Prinzip die Fütterung. Dann ja, gehen wir einfach überall mal, schalten wir alles ein. Auch hier schalten wir die Mischportionsproduktion wieder ein. Das ist auch alles eingeschaltet. Okay, das ist alles eingeschaltet. So, jetzt geht es ein bisschen weiter. Das sind also diese Fermenter und Trocknungsanlagen. Na, da können wir kurz gucken.
Da kann man sehen, hier ist noch gute Menge Stroh drin. Gras ist voll, Häckselgut ist voll, Heu ist voll, Silage ist voll. Und die verteilen eigenständig, also eine Reihe hier, die 1, 2, 3 liefern automatisch in dieses Silo und diese Fabrikationsanlage von Mischration. Das ist alles automatisch. Aber von da zum Stahl, das muss also händisch gemacht werden. Ne? Also viel Arbeit hier. Ne? Das heißt, jeder Stahl, ich weiß nicht, wie viel Futter die pro Tag fressen. Aber ich denke so um die 70, 80, 90.000 Liter pro Tag wird pro Stall natürlich schon gebraucht, ja. Okay, wir gehen mal kurz Richtung da oben hin und bin gleich wieder da, wenn wir zurück, wenn wir da angekommen sind. So, wir sind hier angekommen. Das ist also hier die hofeigene Biogasanlage. Hier wird Methan hergestellt aus den Abfallprodukten, um im Prinzip die ganze Anlage autark zu halten von Diesel und so weiter. Das Ziel ist hier, dass man den ganzen Hof mit dem eigenproduzierten Methan betreiben kann. Diese Traktoren, die da stehen, die sind alle methanbetrieben. Und ja, es ist gerade aufgefallen, dass hier dieser Traktor mit diesen Anhängern leer ist und ich habe mich gemeldet und quasi freiwillig gemeldet, dass ich mal kurz Mist abholen fahre, bevor es dann weitergeht. Das heißt also, ich gehe jetzt mal kurz zu einem dieser Misthaufen hin, wenn möglich dem vollsten, und lade da mal Mist auf und fahre das wieder dahin, damit die Produktion weitergehen kann. Noch fehlt ein Element an der ganzen BGA, und das sei bestellt worden bei einer Firma in Deutschland, die heißt Enzo e Dino. Die stellen Zapfsäulen her für Methan, denn im Moment ist der Ausstoß ziemlich gering noch an Methan, aber mit dieser Zapfsäule, die dann eben kommen sollte aus Deutschland von Enzo e Dino, da sollte dann in die Produktion höher laufen, also man kann dann mehr Methan daraus gewinnen. Und das heißt, das Ziel wäre man dem Ziel schon einen großen Schritt näher, dass man wirklich diese Anlage autark betreiben kann. So, das ist auf jeden Fall das, was sie uns erzählt haben. Wir können sehen, dieser Traktor, der tankt tatsächlich Methan. Ist natürlich ein Umbau, das ist natürlich eine Zusammenarbeit hier mit Fendt. Die haben da ziemlich die Nase vorn, was die Forschung mit alternativen Brennstoffen angeht. Also die sind da ziemlich führend. So, jetzt hoffe ich, dass ich da gleich mal vorne durchkomme, oder dann warte ich mal. Ich warte. Ich will da nicht in die Quere kommen schon am ersten Tag, sondern ich werde da jetzt warten. Fahre jetzt zu. Aber es ist natürlich schon krass, ne? Ich habe jetzt hier am gehängt 50.000, 47.000 Liter Mist plus das ganze Gerät. Also das sind schon 50, 60, fast 60 Tonnen an Material. So, da bin ich auch schon wieder. Muss ich da schauen, dass ich das gleich korrekt hier hinstelle. Beladen wir mal ein bisschen die BGA wieder. Okay, sie haben alle auf mich gewartet. Viele waren gerade ein bisschen neidisch, dass ich schon einen Traktor fahren durfte hier auf der Anlage. Aber das wird natürlich dann ab sofort, wird sich das ändern. Das ist dann nicht mein Privileg, sondern das ist dann einfach unsere Arbeit, also unser Arbeitsgerät. Aber schön ist es schon, auch die Färbung hier ist natürlich ganz klar im argentinischen Celeste und Weiß. Ja, toll, echt toll. Ja, eine richtig schön große Anlage, wir können uns die auch noch in der Applikation angucken. Okay, wir haben hier einmal die Biogasanlage, die nimmt Gülle an. Da müssen wir dann gucken, wie der Güllestand ist, Mist an. Ja, das sehen wir, die haben jetzt gerade aufgefüllt. Und die produziert Methan, ne? Methan und Gärreste. Dann gibt es einen zweiten kleinen Zusatz, die ist auch im selben Bereich. Also wir haben quasi zwei Biogasanlagen. Also hier, da wird auch Methan hergestellt und Gärreste. Diese Gärreste gehen automatisch in den Nachgärer.
Werden dann aus den Gärresten noch einmal Methan und dann Energie gewonnen. Dann gibt es noch einen Flüssigfermenter, das heißt, da geht nur Gülle rein und da wird auch aus der Gülle auch nochmal Gärreste erstellt und natürlich Methan plus elektrische, also elektrische Energie. Da gibt es ein Güllefass, ein Silo, also das heißt, es müsste aus den Ställen abgeführt werden und hier hingebracht werden. Das verteilt dann die Gülle an die entsprechenden Anlagen. Dann gibt es noch einen Generator, der ist dazu da, dass er noch im Prinzip die ganze Sache purifiziert, also noch ein bisschen effizienter macht. Das heißt, elektrische Ladung und Methan wird hier auch produziert. Und im Moment ist bei ausgehenden Produkten bei Methan 660 Liter Methan vorhanden. Alles, was dann zu viel produziert wird, ne, das kann auch sein, dass wir einfach zu viel dann haben, wird im Methantank quasi bereitgestellt, um direkt an das öffentliche Methan- oder Gasnetz zu verkaufen. Ne? Also da wird verkauft. Dasselbe auch mit der Energie, also die Stromenergie, die wird direkt ins öffentliche Netz abgegeben. Da kriegen wir auch jeden Tag kriegen wir eine Zahlung von der Energiebehörde, die dann einfach diese Energie quasi dann weiter vergibt. Und ja, da kriegen wir passives Einkommen, also nicht das Haupteinkommen ist natürlich die Milchproduktion. Das zweite Einkommen oder das passive Einkommen ist natürlich dann das Einkommen, was durch den Verkauf von den Energien, erneuerbaren Energien quasi hereinkommt. Ne? Das Ziel ist tatsächlich, dass die ganze Operation rein durch das Methan betrieben werden kann, was hier produziert wird. Das heißt im Prinzip, dass die Kühe den Motor sind der ganzen Operation hier. Ne? Also sehr, sehr interessant. Ich finde das super cool, dass man hier so nachhaltig denkt oder zumindest es versucht so umzusetzen. Und natürlich ist hier die Kooperation vor allem mit Enzo Edino aus Deutschland sehr, 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 sehr intensiv und auch sehr wichtig. Und daher gucken wir, wie das dann am besten weitergeht. Der scheint auch hier jetzt zu stehen, dann würde ich sagen, müssen wir hier wahrscheinlich umstellen, dass der jetzt nicht mehr aus dem Silo B C nimmt, sondern aus Silo D. Schicken wir den wieder auf die Reise. Und damit könnten wir anfangen, dass der auch anfangen könnte hier mit dem Silo B und Silo A. Und dann bei den Stahl, die ganze Stahlreihe, meine Stahlreihe im Prinzip anfängt zu befüllen. Das wäre auf jeden Fall mal das. Ja, so. Wir haben jetzt gesagt, wir sind um 8 Uhr, befinden wir uns wieder hier bei dem Silo D, das ist A, oder Silo A, das ist Silo A, das ist Silo B, das ist Silo C und Silo D. Finden wir uns wieder hier und dann werden uns quasi die Aufgaben nochmal verteilt. Und dann sind wir im Prinzip autonom. Das heißt, wir müssen dann wirklich uns absprechen, wie wir jetzt im Prinzip die ganze Operation führen. Natürlich werden wir überwacht. Aber das ist jetzt erstmal der Auftrag für heute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns um 8 Uhr wieder. Dann bis nachher. So, wir sind schon alle da. Es ist 8 Uhr. Jetzt werden wir gucken. Wir haben, ja, da ja alle da waren, haben wir jetzt schon angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip darauf achten, dass der ganze Betrieb funktioniert. Das heißt, ab jetzt ist grünes Licht. Wir sind jetzt autark oder autonom hier auf dem Betrieb. Wir müssen die ganze Operation beobachten, sehen, ersehen, schauen, dass alles läuft. Da steht vorne, steht schon ein Traktor mal da. Gucken, ob der ein Problem hat. Ne, der ist gerade beim Beladen, geht auch gleich weiter. Perfekt, das ist der andere Helfer. Das sind da die Lohnarbeiter, die da hier helfen. Wir müssten im Prinzip nur gucken, dass alles läuft, dass alles, dass immer genügend Rohstoffe da sind. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst anfangen, das Feld mähen, mit Gras zu mähen. Hier ist zwar noch da Gras, aber das kann sehr schnell gehen. Hier ist schon die mehr oder weniger die Hälfte weg. Das heißt, hier müssen wir nachfüllen. Hier ebenso. Das heißt, wir müssen gucken, dass hier die Produktion an Heu und Silage läuft. Hier auch. Das heißt, hier brauchen wir auch Gras. Hier brauchen wir auch Gras und Stroh.
Also ihr seht, ihr könnt sehen, dass man hier definitiv am Ball sein muss, denn wenn das hier in Stocken kommt, dann ist das nicht gut, weil dann die Kühe eben kein Futter mehr haben und entsprechend auch keine Milch produzieren können. Wir haben einen durchschnittlichen eine durchschnittliche Ausbeute von ca. 600.000 Litern Milch pro Monat. Das heißt also einiges, das hier weggeht. Und da muss immer geachtet werden, dass eben alles läuft. Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, gehe ich mal, schaue ich nochmal in die Applikation rein, gucken wir, wie das Futterbestand ist in den Ställen. Also Stall 1 ist gut befüllt, sehr gut sogar. Stall 2 könnte noch etwas gebrauchen. Stall 3 ist auch gut befüllt, das heißt, das geht hier definitiv seinen Weg. Müssen wir nur gucken, dass Stall 2 Futter bekommt. Das heißt, wir müssen gucken, welcher das ist, damit wir dem sagen, er soll nur Stall 2 anfahren. Das ist der andere, der hier muss. Ist der hier, der muss nur Stall 2. Das heißt, der muss jetzt nur noch Stall 2 beliefern. Alles andere ist ja schon gut besetzt. Dann müssen wir auch beobachten, wie das hier ist mit dem Beliefern oder Abliefern der Milch. Das heißt, nun gehen wir da mal kurz hin. Weil das Problem ist, die haben hier einen komischen Verkaufspunkt gesetzt. Das heißt, darauf achten hier immer, dass die korrekt sich hinstellen und verkaufen. Den hier auch. So, und ihr könnt sehen, der Kontostand steigt. Also wir sind gerade im Verkauf. Das heißt, 5% von dem alles, was jetzt hier reinkommt, ist dann für mich oder für jeden Einzelnen von uns. So, okay, das läuft. Dann, dann schauen wir mal den Strang an mit Stall 4. Da ist 5. Und Stall 6, die sind gleichmäßig befüllt, da müssen aber noch, muss noch mehr rein. Da muss man danach umschalten, dass er nicht von Silo B nimmt, sondern von Silo A. Wenn er das leer ist, ja, das werden wir dann sehen müssen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schauen, welches Gerät wir haben, um die Wiese zu mähen. Dann würde ich dann anfangen, da mal die Wiese zu mähen. Weite Strecken, wenn man da immer zu Fuß gehen muss. Also da werde ich mich ein bisschen fitter machen. Also hier läuft man viel. Das ist ja auch ein kleiner niedlicher Traktor. Aber ich glaube, der ist nicht methanbetrieben, oder? Na, schauen wir da mal. So, dann haben wir hier... Ah, ein Klaas, ein Arion, ein... Okay, der ist auch methanbetrieben, scheint es. Ja. Es gibt noch gewisse Sachen, die sind noch nicht methanbetrieben. Also, da ist noch ein 1050er. Scheint es, ja. Dann sind da ein paar Geräte da zum Aussehen. Und natürlich haben wir dann auch hier die Maschine zum Mähen. Die ist nicht methanbetrieben, ne? Leider Gottes. Aber... ja, das ist was. Wir können es im Moment ist eben das noch nicht so fortgeschritten, dass man das wirklich so machen kann, dass es alles auf Methan gibt. Das heißt, es ist ja immer noch eine Sache in Entwicklung. Nichtsdestotrotz ist es schon mal gut, dass man hier sagen kann, dass 95% der Gerätschaften hier durch Methan, durch das eigenbetriebene oder das eigengewonnene Methan quasi versorgt wird, ne? Also betrieben wird. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. So. Ich glaube, hier muss man erstmal manuell ein bisschen das Vorgewende machen. Das heißt, das mache ich jetzt mal. Sobald das dicht da ist, dann würde ich dann auch hier einen... einen anderen Helfer anstellen. Aber da zum Teil hier eben die Bäume sehr nah ins Feld gebaut, gepflanzt sind, gibt es dann entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, wir lassen die Bäume stehen und machen das eben manuell, oder
Wir entscheiden uns, dass wir die im Feld befindlichen Bäume entfernen. Aber das ist nicht meine Entscheidung, das ist eine Entscheidung im Plenum mit den anderen Praktikanten oder Studenten oder Auszubildenden zusammen, wie natürlich auch dem Betriebsrat hier. Das ist nicht etwas, was ich einfach machen werde, ohne Rücksprache zu halten. Ja? So, machen wir hier einfach mal dieses Vorgewände einmal rundherum. Und dann können wir ja schon anfangen, dann entsprechend quasi das Gras aufzusammeln und zu den entsprechenden Fermentern zu fahren. Ist eine interessante Geschichte. Es ist natürlich etwas ganz, ganz anderes, was ich mir gewohnt bin, mit meiner kleinen Schafherde da durch die Berge von den nördlichen US-Staaten zu tingeln. Und ja, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist dieses Hightech, das ist... Das gibt also eine gute Menge. Und ich glaube, danach müssen wir, wenn das mal weg ist, müssen wir, glaube ich, hier drüben walzen, damit wir eine zusätzliche Düngestufe haben. Ich könnte ja dann mal gucken, wie jetzt der Zustand ist. Aber es scheint mir so, dass da einiges abkommt. Also, das sieht gut aus. Muss natürlich einiges produziert werden. Ich hoffe, dass das reicht dann, wenn wir ab morgen dann 3000 Kühe haben, die zu versorgen sind. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich dann die Entscheidung suchen, was gemacht wird, ob ein weiteres Feld angebaut wird oder ob eben ein Teil der Kühe gleich wieder verkauft wird, damit wir die Operation hochhalten können, auch mit dem, was schon vorhanden ist. Ich glaube, wenn die Operation nicht mehr Kühe verträgt, dann ist es so. Das heißt, wir müssten erstmal einen Teil der Kühe verkaufen und dann zum Beispiel gucken, dass man dann langfristig halt plant, hier die Operation zu stärken. Das sind auf jeden Fall so ein paar Gedanken, die mir jetzt erst gerade mal so durch den Kopf gehen hier, als ich gerade angekommen bin. Ja, ich bin auch nicht mal 2 Stunden da. Ne? Also, und schon geht's los und schon ist einiges passiert, schon ist einiges los. Das ist eine intensive Zeit, scheint mir zu werden hier in Argentinien. Also, ich werde natürlich auch ein bisschen versuchen, dann über Argentinien noch ein paar Sachen herauszufinden und dann auch natürlich hier mitzuteilen, damit wir nicht nur gerade das Farmen sehen, sondern dass wir auch ein bisschen Tourismus betreibt und auch ein bisschen über die Kulturen, die Kultur hier etwas kennenlernt. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig, dass man nicht nur in ein Land geht, um das rauszuholen, was man will, sondern auch ein bisschen was mitnimmt, was die Kultur betrifft. Das heißt, ab jetzt kann der autonom fahren. Gut. Steigen wir mal aus. Wir haben hier einen Ertragsbonus von 98% und insgesamt könnten wir hier eine potenzielle Erntemenge haben von 2 Millionen Litern. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja? Also 2 Millionen Liter. Ich schaue mal in die Produktionen rein. Eigentlich müsste die schon angefangen haben. Fleißig zu produzieren. Das ist B, das ist C. Die ist leer. Das heißt, hier muss wieder natürlich Vollgas produziert werden. Die Silage haben wir überall noch genug drin. Auch hier ist noch in Rot. Das ist alles gut. Da können wir danach anfangen mit Gülle zu fahren, also aus den Ställen zu nehmen und an das Silo zu bringen.
Das können wir auch im Prinzip parallel starten. Da ist auch im Gange, da ist auch noch alles voll. Das ist die A. Okay, das heißt, wir müssen gucken, wie weit der ist mit diesem hier. Das ist der hier. Mal gucken, wie der Stall jetzt befüllt ist. Wir haben Stall 1 ist voll, Stall 2 ist auch voll, Stall 3 ist auch voll, Stall 4 braucht noch was, Stall 5 braucht auch noch was und Stall 6 braucht auch noch was. Aber ich glaube, dass wir den hier, der im ersten Strang ist, dann könnten wir im Prinzip jetzt stoppen. Das reicht auf jeden Fall. Dann schauen wir mal kurz, welcher das ist. Das ist der zweite. Okay, das ist im Strang 2. Den können wir jetzt im Prinzip stoppen. Den können wir jetzt wieder zu C schicken. Und wie sieht es bei der Milch aus? Schauen wir auch noch mal rein. Also Stall 1 hat nur noch 60.000 Liter drin, Stall 2 hat noch 90.000 Liter drin, Stall 3 hat auch noch 90.000 Liter drin, Stall 4 hat 90.000, Stall 5 und Stall 6 hat noch 160.000. Also da haben wir noch ein bisschen Arbeit. Das ist in Ordnung, das geht, läuft, das läuft. Ah, das ist leer. Okay, so verstehe. Okay, dann lassen wir den stehen. Der hat alles gefüllt. Das ist in Ordnung. Wunderbar. Dann liegt der hier. Der ist noch am Abtanken. Den können wir jetzt dann in Maschine Nummer A schicken. Ich denke, die ist jetzt dann auch voll. Ja, B ist leer. Das heißt, er muss jetzt zu A rübergehen, die entsprechenden abzuholen. Und der ist nämlich voll. Und dann geht die Produktion wieder voll los. Das heißt, wir könnten jetzt auch anfangen, einen der Gülleschlepper zu nutzen und quasi Gülle mal wegzufahren aus den Ställen. Da gibt es nämlich auch ziemlich viel schon. Und dann müssen wir gucken, was wir mit dem Mist machen, weil wir haben so viel Mist da, dass wir den im Prinzip nicht alles brauchen können. Das heißt, wir müssen versuchen, irgendwie den zu verkaufen, gewinnbringend. Ist natürlich in unserem Interesse natürlich auch. So, gucken wir mal hier. Dann machen wir das hier. Füllen bei Stall 1. Gülle, Stall 1. Gülle, da, ja, wunderbar. Das ist in Ordnung. Der soll das in die Gülle BGA fahren und der soll rotieren. Dann setzen wir den auch an. Sage ich dem auch, er soll direkt zum Verkaufspunkt fahren, weil wir kommen nicht nach mit den anderen beiden. Das heißt, im Moment fahren alle drei zum Verkauf. Sonst kriegen wir da nichts. Das kriegen wir nicht hin sonst. Nicht möglich. Wir haben so viel Milch. Aber wir sehen auch schon, ne? Wir sind mit 500.000 gestartet. Wir haben schon 650.000. Jetzt habe ich auf meiner Applikation. Ne? Also das erste 150.000 haben wir schon. Das heißt 5% davon. Bedeutet schon 7.500. Ne? Das heißt also. Oh. Also nur jetzt von den 2 Stunden, die 5% von 150.000. Das sind 7.500 für 2, 3 Stunden. Für 2 Stunden? 3 Stunden? Gut, vielleicht ist es ja auch gerade ein bisschen irreführend, weil wir jetzt einfach wirklich gerade alles verkaufen. Dass wir im Moment gar nichts anderes machen als nur verkaufen, verkaufen. Das wird wahrscheinlich nicht jeder Tag so sein, weil wahrscheinlich sammeln wir ja hoffentlich so, dass wir quasi nicht jeden Tag so viel Milch fahren müssen, sondern dass es vielleicht so alle 2 Tage dann weg ist, dass wir das bei uns lagern, 2 Tage. Aber wir können unmöglich den besten Preis abwarten, das heißt, das muss konstant verkauft werden, sonst haben wir einfach hier ja, die Produktion gestoppt. Das heißt also, die Fabrik kann auch nicht frische Butter mehr herstellen und so weiter. Das muss im Prinzip alles laufen. Das ist ja nicht so, wie es auch im realen Leben so, dass man
die Milch nicht aufbewahrt, sondern immer wegfährt, dass es so frisch wie möglich ist. Dann würde ich mal sagen, haben wir den ersten Eindruck bekommen hier von dieser Operation, wo ich mich hier jetzt eingelassen habe, wo ich jetzt bis zum Frühjahr hier sein werde, also Frühjahr im Norden und hier Herbst dann hier. Dass wir hier auf jeden Fall 3-4 Monate bleiben. Und dann hoffentlich, dass ich dann die Ausbildung oder die Abschlussprüfung dann hinkriege und dann auch mit einigem neuen Wissen zurückgehen kann, wo ich meine Ranch habe. Die könnte sogar jetzt Wahrheit werden, weil auch das Einkommen irgendwie gesichert ist. Ne? So 7.500 für einen halben Tag, das ist nicht so schlecht. Aber wir müssen auch nicht vergessen, wir müssen zum Beispiel morgen dann einen großen Drescher mieten, damit wir das Feld bearbeiten können. Glaube ich, LKWs mit oder Traktoren mit Anhängern zum Abfahren und so haben wir genug, aber auf jeden Fall den Drescher, den müssen wir mieten. Ja, das ist definitiv eine Sache, die wir nicht haben. Kaufen schon gar nicht, also das kostet ja 400.000-500.000. Das möchte ich überhaupt nicht machen, weil es einfach definitiv ja von unserem Gehalt abgeht. Ne? Deswegen mieten, auch wenn wir unter 6 Personen das zu mieten, wenn das so 30, 40, 30.000 kostet, sind das 5.000 pro Person an Miete. Ist, glaube ich, tatsächlich verkraftbar. Gucken wir mal. So, ich will mal gucken, wie da, das ist, glaube ich, der Gülle fährt. Wunderbar, das funktioniert auch. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von diesem Kapitel. Also wir haben einen guten Einblick bekommen, wie die Operation hier läuft, dass hier viel, viel Arbeit da ist und ab morgen noch mehr Arbeit da ist. Ich bin mal gespannt, wie wir das alles hinkriegen. Wir sind zu 6 plus ein paar Hilfen hier. Ja, ich bin gespannt. Seid es auch. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Kapitel. Ich hoffe, euch hat dieses Kapitel gefallen. Euch gefällt diese Geschichte von diesem Schafhirten, der jetzt auf Abwägen ist. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Falls ihr keine weitere Episode von dieser Geschichte verpassen möchtet und auch keine Mod-Vorstellung, die ich fast täglich mache, über die Mods, die im Giants Mod Hub herauskommen, dann bitte einfach das Abo abholen, die Glocke eingeschaltet lassen und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin dieses Wochenende mit meiner Tochter. Daher werde ich nichts herausbringen für das Wochenende. Ich werde dann am Sonntag die Mod-Vorstellung wieder herausbringen. Das wäre dann so dann mein nächster Schritt. Dann würde ich sagen, bis dann. Danke, tschüss und hasta luego.